Ein knackiges Sci-Fi in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir die Turbine. Das letzte, vorerst letzte Tech-Tree-Schiffchen der italienischen DD-Nation oder DD-Linie. Und ihr wisst, ich mag sie allesamt gerne. Und deswegen habe ich mir dann nochmal gedacht, ey, bei der Turbine muss ich nochmal ein richtig krasses Video bringen, um wirklich diese Linie hervorragend abschließen zu können. Und das ist mir auch wirklich gelungen. Also die Runde ist wirklich, wirklich geil geworden. So, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem geschichtlichen Teil an. Den habe ich so gut wie es geht zusammengefasst. Die Kielegung war am 24. März 1925 und die Dienststellung am 27. August 1927. Sie war 93,6 Meter lang, 9,21 Meter breit und hatte eine Gesamtverdrängung von 1780 Tonnen. Die Turbine war das Typschiff ihrer Klasse. Es wurden insgesamt 8 Schiffe gebaut. Sie beteiligte sich am spanischen Bürgerkrieg, um den Nachschub der republikanischen Seite zu unterbinden. Als Italien dem Zweiten Weltkrieg beitrat, konnte sie am 14. Juni 1940 das britische U-Boot HMS Orpheus mit Wasserbomben versenken. Ab dem 8. Februar 1941 sicherte sie mit 3 italienischen Torpedoboote den ersten Konvoi mit den Truppen und Material des deutschen Afrikakorps von Neapel nach Tripolis. Diese Route geleitete sie mehrfach mit Erfolg, da hauptsächlich Feindkontakt fernblieb. Allerdings wurde sie auf dem Rückweg nach Neapel des Öfteren angegriffen und nach verloren sie immer mehr Frachtschiffe durch U-Boote. Dies führte dazu, dass Italien ihre Konvois stärker mit mehr Geleitschiffen ausrüsten mussten, um die Versorgung der deutsch-italienischen Truppen in Afrika aufrecht halten zu können. Allerdings wurden die Verlustzahlen immer höher, sodass die Versorgungslinie immer angespannter wurde. Daher wurde später auch noch schwere Kreuzer zum Geleit abgezogen. Auch dies gelang dann nur mit Mühen, da der Konvoi immer wieder von Flugzeugen angegriffen wurde. Am 22. November 1941 erhielten die italienischen Flotteneinheiten den Befehl, alle Transporte nach Tarent zu geleiten und die schwer beschädigte Abruzzi in Sicherheit zu bringen. Um die Versorgung der Truppen der Achse in Nordafrika sicherzustellen, kam dann der gesamte verfügbare Bestand der italienischen Flotte, 4 Schlachtschiffe, 5 Kreuzer und 18 Zerstörer zum Einsatz. Dazu kamen die normalen Sicherungseinheiten an den Konvois mit weiteren Zerstörern und Torpedobooten. Der Konvoi sollte sich aus verschiedenen getrennten anmarschierenden Teilen zusammensetzen. Schon auf dem Anmarsch gingen die ersten beiden Transporter durch britische U-Boote verloren. Nachdem am 14. Dezember 1941 das britische U-Boot Orch, oder keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, ich nenne sie mal Orch, die Vittorio Veneto torpedierte und das Schlachtschiff schwer beschädigt Tarent erreichen konnte, brach das italienische Oberkommando die Operation ab. Im Laufe des Jahres 1942 wurde die Turbine dann überholt und umgerüstet. Der vordere Torpedosatz wurde ausgebaut und an seiner Stelle 2 37mm Maschinenkanonen eingebaut. Dazu erhielt das Schiff 2 weitere Wasserbombenwerfer. In der letzten Phase des Krieges war die Turbine in der Ägäis eingesetzt. Als die Italiener kapitulierten, wurde die Turbine von den Deutschen übernommen und wurde in TA-14 umbenannt. TA bedeutet einfach nur Torpedoboot Ausland. Sehr einfallsreich. Allerdings war die Turbine so abgenutzt, dass sie maximal nur noch 27 Knoten fahren konnte. Sie wurde mit deutscher Bewaffnung aufgerüstet und wurde dann für die Eroberung des Dodekans eingesetzt. Nach dem Abfall der Verbündeten Rumänien und Bulgarien musste die Heeresgruppe E Griechenland Hals über Kopf räumen, da ihre Stellung unhaltbar wurde. Britische Truppen landeten im September 1944 auf der Peloponnes. Am 12. begannen deutsche Truppen mit der Räumung der südlichen Ionischen Inseln und am 22. mit der Teilräumung Kretas. Die Alliierten starteten eine Offensive gegen die Räumungsbewegung der Deutschen in der Ägäis. Bei einem Luftangriff der US Air Force auf Salamis am 15. September 1944 wurde das TA-14, also Ex-Turbine, dort versenkt. Ja, Freunde, das war die Geschichte der Turbine. Also sie hat nicht sonderlich viel beigetragen, aber trotzdem ein wirklich schönes Schiff. Gut, schauen wir uns mal an, was ich so eingebaut habe. Es ist T3, Freunde, also da brauchen wir nicht wirklich viel gucken. Wir haben als allererstes das Zielsystem Mod 1 drin. Dann haben wir den Rumpf B, die Torpedos 533mm SI-270K3 und natürlich noch das Zielauswahlsystem SDT-4 Mod 2 eingebaut. Kommen wir zur Ausrüstung. Ganz normal wie bei allen italienischen DDs auch, also bei den Tech-3-DDs. Wir haben Schadensbegrenzung, wir haben den Abluftnebelerzeuger, 26,5 Sekunden Wirkungsdauer, 10,6 Sekunden Dauer der Nebelwand, 120 Sekunden Nachladezeit und 3 Stück dabei. Und dann haben wir hier noch den Motorboost, Höchstgeschwindigkeit 25%, Wirkungsdauer 16,1 Sekunden, Nachladezeit
Laufzeit 115,7 Sekunden und Anzahl 3 Stück dabei. Kommen wir zu ihren Spezifikationen. Überleben haben wir 14 Punkte, Trefferpunkte 11.340, Panzerung 6 bis 10 mm. Wie gesagt, wir sind hier auf T3, da brauchen wir nicht wirklich viel erwarten. Allerdings ist die SAP gerade auf Low-Tier enorm stark. Das muss man wirklich sagen. Wir haben hier 2x2 120 mm, Feuerreichweite 9,4 km, Nachladezeit 4,6 Sekunden, Dauer von Nahtgradkehre 18 Sekunden, Sprengladen Höchstschaden 1921 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 5%. Dann haben wir noch den SAP-Granatenhöchstschaden von 2655. Torpedos haben wir logischerweise auch dabei. Wir haben hier 2x3 533 mm, eine Nachladezeit von 75 Sekunden, Dauer von Nahtgradkehre 6 Sekunden, Höchstschaden 7333, Torpedoerkennbarkeit 1,1 Kilometer, Torpedoreichweite 8 Kilometer und eine Torpedogeschwindigkeit von 51 Knoten. Also ihr seht schon, ne, wir sind hier noch die vormodernisierte Variante, also die alte Variante, die alte Version. Wir haben noch beide Torpedowerfer, der vordere wurde ja dann weggemacht und ihr seht es auch hier bei den Flakgeschützen wurden später Zwillingsflaks von den Deutschen übernommen und die sehen wir hier nirgends. Ne, also das ist hier noch alles auf Made in Italia. Gut, schauen wir uns das Ding weiter an. Wir sind bei der Flugabwehr. 8 Punkte ist T3. Also wir werden da nicht sonderlich viel Flugzeuge runterholen. Manövrierfähigkeit sind natürlich wieder ihre Stärken. Höchstgeschwindigkeit 32 Knoten. Wendekreisradius 510 Meter und eine Ruderstellzeit von 3,1 Sekunde. Tarnung haben wir hier 5,9 Kilometer Erkennbarkeit zum Wasser, 3 Kilometer Erkennbarkeit zur Luft und eine garantierte Erkennbarkeit von 2 Kilometern. Übersicht, Abluftnebelerzeuger kann eine Nebelwand legen und in dieser bei voller Geschwindigkeit verborgen bleiben. Das stimmt. SAP-Granaten ist oder kann mit SAP-Granaten ausgerüstet werden, die konsistenten Schaden verursachen, selten abprallen, aber keine Brände entzünden können. Das stimmt auch. Unsichtbar, unterdurchschnittliche Verborgenheit. Das Schiff ist für Gegner eher sichtbar. Das stimmt auch. Ja, schauen wir uns noch ganz fix den Kapitän an. Es hat sich überhaupt nichts verändert. Ich habe nach wie vor Vincent Mordorf, um die Nachladezeit runterzudrücken. Dann Erich bei, um den Tarnwert ein bisschen zu verbessern. Dann halt hier aufmerksam Zorn, Mörser. Hier bin ich mir ziemlich sicher, dass ich bei der Runde wirklich 1000 Schnitte habe. Wie gesagt, falls ihr sehen solltet, dass ich die Ortung dabei habe, dann ist hier aufmerksam mit dabei. Aber ich bin mir jetzt sehr, sehr sicher, dass ich bei der Turbine hier 1000 Schnitte hatte, weil die Runde noch gar nicht so alt ist. Und dann hier Nebel über dem Wasser und zum Schluss Leviathan. Ja, Freunde, das war die Skillung meiner Turbine. Und dann schauen wir uns die wirklich richtig coole Runde mit der Turbine an. Bis gleich. So, Freunde, willkommen auf der Turbine. Wir sind hier Ringbasis erobern unterwegs. Begleitet werde ich von Tannenberg in seiner Agincourt und den Enemy in seiner Orion. Wir haben eine Langley, eine Nevada, eine Kongo, eine Wyoming, eine Nassau, eine Gangut, eine Phoenix, eine V-170 und eine Isokase im Gegnerteam. Bevor es hier natürlich losgeht, hau ich direkt wieder die Holy-Werbung raus. Wieder mit meiner absoluten Lieblingssorte Piranha, denn das passt einfach zur Turbine. Die Turbine ist wirklich ein kleiner Piranha und das werdet ihr auch gleich in der Runde sehen. Nehmt die kurz mit, es ist Granatapfel. Es schmeckt wirklich mega, mega geil. Wie gesagt, meine absolute Lieblingssorte. Kann ich wärmstens empfehlen. Nehmt die kurz mit, spart euch ein bisschen was und probiert es einfach mal selber aus. So, wie gesagt, wir sind auf der Turbine. Ein mega geiler DD. Ja, es ist halt Low-Tier, ne? Spielt man nicht so oft. Obwohl ich ehrlich sage, die Agincourt zum Beispiel, die fahre ich ungemein gerne, ne? Die Secondary ist einfach nur geil und das ist für mich halt auch so ein Grund, warum ich gelegentlich halt doch nochmal T3 raushole. Aber auch die Turbine ist nicht von schlechten Eltern und man sollte die Turbine in keinster Weise unterschätzen. Das Ding ist gerade mit SAP wirklich stark. Ich habe es ja schon in dem Maestrale-Video gesagt gehabt, gerade auf Low-Tier, wo die Schiffe wirklich überhaupt keine Panzerung haben und auch wirklich wenig Leben haben, ist die SAP verdammt stark, wirklich saumäßig stark. Also da haut ihr wirklich die DDs ganz, ganz schnell raus. Die sollten da auf jeden Fall vor euch Acht haben, weil sonst sind sie wirklich einfach weg. So, wir fahren jetzt hier oben lang. Mal schauen, was hier uns alles so entgegenkommt. Wir haben da schon eine Nassau und eine Wyoming. Waren die nicht sogar in der Division mit der, mit diesem kleinen italienischen, wollte ich gerade sagen, mit dem kleinen japanischen DD? Ich weiß gar nicht, wie heißt der Dreier-DD nochmal von den Japanern? Ich habe es gerade vergessen. Aber den werden wir auf jeden Fall... Isokase, die werden wir dann auch gleich nochmal sehen. Wie gesagt, wir fahren jetzt hier erstmal so ein bisschen rein. Es ist halt leider Basis erobern. Ist so ein Modus, den ich nicht so gerne fahre. Also Herrschaft finde ich immer tausendmal interessanter. So, da ist auch schon der DD aufgeploppt. Da ist die Isokase. Aber leider noch sehr weit weg. Und da will ich natürlich erstmal noch nicht drauf schießen. Aus dem einfachen Grund, ja, unser Phoenix da ist da wirklich... Ich weiß nicht, was dem seine Aufgabe ist.
Ne, der lässt sich jetzt hier wirklich von zwei Schlachtschiffen komplett beschießen. Wir haben jetzt mal beide Torpedos rausgenommen. Rausgefahren. Rausgeschmissen. So rum. Ah, Phoenix hat aber jetzt hier schon ordentlich eine kassiert. Sehr schön. Aber Phoenix müsste sich zurückziehen, ne? Also entweder sie zieht sich jetzt da hinter die Insel zurück und geht da wirklich auf die Isokase. Ich will ihm ja da wirklich mit der Isokase versuchen, aber ich bin halt wirklich noch zu weit weg. 8 Kilometer und hier mittendrin, das heißt, wenn ich jetzt hier wirklich schieße, gehe ich halt auf und zwei Schlachtschiffe können komplett auf mich wirken. Und das ist natürlich dann nicht vom Vorteil. So, wir sind jetzt hier offen, wir hauen jetzt uns den Nebel raus und schießen jetzt hier wirklich mal mit der SAP auf die Nassau. Ah, leider machen wir da nicht so viel Schaden. Ja, unser Phoenix hat sich da rausnehmen lassen. Aber wir gehen jetzt, wie gesagt, hier auf Isokase-Jagd. Und das wird ganz witzig. Das wird wirklich sehr, sehr witzig. So, zwei Torpedotreffer auf die Wyoming. Hat sogar einen Wassereinbruch, den hat sie aber direkt löschen können. Sehr schade. So, wir sind gespottet. Ja, ich habe da irgendwie die Karte total falsch verstanden, missverstanden. Dass die links von mir aufgeploppt ist, aber sie ist rechts von mir aufgeploppt. So, warten jetzt hier, dass unser hinterer Turm natürlich auch nochmal schön dreht. So, zack, 1700. Beide haben frontal getroffen. Zack, nochmal 800. Und nochmal 800. So, 1700. Und ihr seht's, ne? Also das Leben der Isokase hier wird und wird einfach weniger. So, dann dachte ich mir, komm, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Mal gucken, was er vorhat. Ne? Und er bleibt halt jetzt wirklich frontal, weil er uns hier gerne rammen möchte. Aber ich habe halt auch Torpedos, ne? Ja, und das war dann die Isokase, ne? Die ist raus. Die haben wir rausgenommen. Und jetzt ziehen wir uns weiter Richtung feindliche Basis. Weil da kommt nämlich noch massiv was hier hochgefahren, ne? Also hier drei Schlachtschiffe. Ja, da Tanne hat jetzt hier die Wyoming rausgenommen mit einem Nahkampfexperten, sehr schön. Aber Tanne ist jetzt hier halt auch sehr weit vorne als einziges Schlachtschiff. Und da können natürlich drei Schlachtschiffe auf ihn wirken. Ja, und das war es dann natürlich auch für Tanne. Und da müssen wir natürlich jetzt hier ein bisschen aufpassen. Ne? Klar, wir haben von denen vier Schiffe versenkt. Wir haben gerade mal zwei Schiffe verloren. Aber hier ist noch gar nichts entschieden. Hier ist wirklich noch gar nichts entschieden. Weil hier unsere obere sieht nicht so gut aus, weil unser unteres Team kommt da nicht in den Quark und fährt mal nach vorne. Sie bleiben da halt wirklich weit hinten. Und das ist nicht vom Vorteil. Das kann uns halt wirklich das Team kosten. Wenn man halt wirklich auf die Minikarte guckt und sieht, alles klar, die Schiffe fahren alle da hoch, da muss das untere Team unten nachziehen und das feindliche Team da wirklich unter Druck setzen. Weil man könnte jetzt hier wirklich wunderbar von zwei Flanken angreifen. Und das machen sie leider nicht. Ne, das machen sie leider nicht. Ich versuche jetzt hier Enemy und unserem anderen Schlachtschiff da wirklich so viel Hilfe wie möglich zu geben. Hau jetzt hier die Torpedos raus. Na, vielleicht treffen ja die Torpedos die schöne Nevada. Na, wir fahren dann Richtung CV, dass der natürlich dann auch raus ist. Weil Orion, die glänzt natürlich jetzt auch nicht durch Flak. Action Court hat halt gar keine. Und werden dann in der Zeit die ganze Zeit auf Nevada und ich weiß gar nicht, was das andere ist. Ah, Kongo. Torben. Habe jetzt die Flak auch ausgestellt, dass eben hier die Langley uns nicht aufdecken kann. Und habe jetzt hier auch nochmal mein Motorboost gezündet, damit wir jetzt hier wirklich die Entfernung schön aufrecht halten können und halt auch wirklich schnellstmöglich an die Langley rankommen. So, Torpedotreffer hat die Nevada bekommen. Hat auch einen Wassereinbruch von uns. Perfekt. Wir torpen jetzt hier nochmal auf die Langley. Für den Notfall haben wir uns einen Nebel. Ja, Wassereinbruch, der tickt und tickt. Das ist sehr schön. Ah, Kongo, die bremst ab. Näher mich jetzt erstmal nicht weiter, damit wir eben nicht aufgehen, damit die Längle nicht weiß, dass wir hier in der Gegend sind. Und dann anfängt wegzufahren. Jawohl, Nevada ist raus. Sehr schön. Na komm schon. Ja, Torpedos sind halt wirklich langsam, ne? Die sind halt wirklich langsam. Aber die Nevada hat's. Nevada, die Längle hat's noch nicht mitbekommen, dass wir hier in der Gegend sind. Was ich sehr gut finde. Jetzt sind wir offen. Ja, da müssen zwei treffen. Zack, ein Torpedotreffer.
Ne, doch nur einer. Ärgerlich. So, jetzt versuchen wir sie natürlich schön mit SAP zu penetrieren. Aber wie gesagt, eine T3, da habe ich halt leider von den CVs nicht so die Zitas im Kopf. Ich weiß, dass halt bei den Amerikanern sie ziemlich weit hinten liegt, beziehungsweise hinten wirklich hochragt. Und da habe ich natürlich versucht, schön hinten reinzudonnern. Und da haben wir jetzt schon mal einen Zita-Treffer gemacht. Ja, wieder ein bisschen zu weit mittig gehalten. Normalerweise müsste ich aber so bei den Schornsteinen hinten reinhalten. Ja, komm da nicht durch. Jetzt ziehe ich nochmal ein bisschen weiter da hinten. Schön dahinter, unter die Schornsteine und zack, dreifach zieht er. Genau das ist das, was ich wollte. So, CV ist auch raus. Dann gehen wir jetzt hier auf die Kongo. Mal schauen, was wir mit SAP auf die Kongo bewirken können. Motorboost ist natürlich auch da. Aktuell interessiert sie sich nicht für uns. Das ist gut, weil 11.000 Leben ist halt nicht wirklich viel, ne? Aber sie dreht schon, also ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt hier gleich wirklich auf uns ziehen will. Ja, tut sie. Deswegen Motorboost aktiviert. Ah, ich will sie halt versuchen anzuzünden. Bremse jetzt hier ein bisschen ab. Gib dann wieder Gas. Damit uns hier eben nicht so viel trifft. Ah, hat aber trotzdem leider ziemlich gescheppert. So, wir werden jetzt hier nochmal schön Torpedos rausjagen. Und drehen jetzt hier weg. Weil sonst kannst du wirklich... Ja, sie dreht jetzt auch wieder ab. Schade. Sonst kannst du nämlich ganz schön gefährlich werden. Versuchen jetzt hier den Abstand zu ihr ein bisschen zu erhöhen. Damit dann die Streuung höher ist von ihr. Obwohl, sie dreht wieder zurück, ne? Es könnte, aber sie ist halt schnell. Die Kongo ist halt verdammt schnell. Unsere Torpedos sind halt leider verdammt langsam. Ne, die gehen leider vorbei. Die gehen leider vorbei. Ah, das hat die Kongo jetzt auch gemerkt gehabt, dass ich dann den Abstand gut vergrößert habe. Geht jetzt hier doch lieber wieder auf andere Schiffe. Da ist noch die V-170. Mal gucken, ob ich da auch ein bisschen helfen kann. Weil ihr wisst, DDs, das ist immer die schlimmste Klasse. Die gefährlichste Klasse. Die müssen einfach wirklich raus. So, hab sie da nochmal erwischt. Jawohl, nochmal gut erwischt. Na komm schon. Ist halt kein großer DD, ne? Man muss auf Distanz wirklich nicht gerade einfach zu treffen. Ah, da hat uns die Kongo nochmal eine gedrückt. Ja, nochmal ein bisschen. Aber Vorteil ist, wir haben jetzt auch wieder unseren Nebel. Schauen, den ich jetzt hier auch benutze. Ah. Komm, ich will sie haben. Na, wieder daneben. Und gehe jetzt hier auf die Kongo. Jawohl, und V-170 ist raus. Sehr schön. Ärgerlich, weil ich hätte dann doch eher die V-170 nochmal rausnehmen sollen. Warum, werdet ihr dann gleich erfahren. Jawohl, haben jetzt hier auch noch den Unterstützer freigeschaltet. So, hatte dann die Hoffnung, deswegen habe ich jetzt die Torpedos auch da an die Insel geschmissen, dass die Kongo da dann eventuell beacht. Scheint sie ja, heilt sich jetzt gerade auch nochmal. Ja, und unsere rechte Flanke hat sich da komplett aufrauchen lassen. Ne? Das ist schon echt traurig. Oh, hat sich hier nochmal wirklich gut hochheilen können. Ja, und Beach, also das hat wunderbar funktioniert. Und sollte dann jetzt hier auch wirklich unsere Torpedos alle Mann futtern. Und dabei dann halt auch rausgehen. Jawohl, zack, Torpedotreffer. Und kriegt sie noch einen? Jawohl, zack, die... Kongo ist raus, haben jetzt hier noch den Großkaliber freigeschaltet.
Und schauen wir, dass wir eventuell nochmal da auf die Gangut kommen, weil wir haben 4 Kills. Ne? Hätte ich die V170 versenkt, hätte man endlich mal eine Krake gemacht. Also ihr seht's, ne? Es ist bei den italienischen DTs bei mir irgendwie Standard, dass ich da wirklich immer nur 4 Kills mache und den 5. dann weglasse. Ja, die Gangut ist leider zu weit weg. Sie ist leider zu weit weg. Ich habe keinen Motorboost mehr. Da komme ich leider so schnell nicht mehr ran. Und sie brennt halt permanent, ne? Das wird leider nichts. Jetzt hätte ich die Reichweite. Schieße auch nochmal. Aber bis die Granaten ankommen. Ja, ist die Gangut leider schon raus. Schade, schade, schade. Ich hätte die Krake gerne noch mitgenommen. Aber ihr seht, Turbine ist wirklich ein böses Schiff. 95.516 Schaden. Unterstützer und Großkaliber. 4 Zitas, 4 Schiffe versenkt. Mal schauen. Platz 1 mit 1.901 Basis-EP. Und 151.011 Credits plus gefahren. Fazit zum Schluss. Ja, wie ich es eben schon sagte, Turbine ist echt ein kleiner Piranha. Das Ding macht richtig, richtig viel Spaß. Und das setzt sich wirklich bei der ganzen Linie komplett durch. Jetzt so zum Abschluss sagen zu können, würde ich sagen, mein Favorit von den italienischen DDs ist wirklich der 5er. Den fahre ich, die Aviere, die fahre ich wirklich unfassbar gerne. Aber wie gesagt, die sind allesamt wirklich, wirklich geil. Ich bin sehr gespannt, wie der 8er ist. Also holt sie euch nächstes Update alle mal und ihr werdet einen riesen Spaß haben. Gut, Freunde, dann würde ich natürlich noch meine Kanalmitglieder grüßen. Den Boss Kyler, Drakenia SR123, Philipp Meyer, Niklas Johnson, Kamikaze, Alpha Star, Testosaurus Flex, Marcel Hase, Dark Raptor, Luca Chaios, Stefan Hartung, Max Feldmann, Defro Zoo, Hector 86, Leon Leica, One-Shot Pro, Heiko Dietrich, Mac Lotte, Alpha Schwadron, Berserker Wolf, Entfessel den Quaken, Der Firsty 1979, The Game, Captain Kalle 1887, PandaBear 98, René XXX, Nico V8, Raymond HH, Alpir King, TD Star und Sirius 05. Vielen lieben Dank für euren Support. Und dann sehen wir uns Mittwoch mit einer Folge U-Boot wieder. Bis dahin, euer Adlerwoche. Macht's gut!